Herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. In diesem zeige ich euch, wie ihr das gute alte Need for Speed World weiterhin online mit euren Freunden spielen könnt. Denn 2015 hat sich EA gedacht, hey, lasst uns mal die Online-Server ausschalten, denn das Spiel lohnt sich für uns entweder nicht mehr oder wir möchten die neuen schlechten Need for Speeds weiterhin pushen, die sowieso nur noch die dummen Menschen kaufen. Doch das Team von Soapbox Racing hat sich dabei gedacht, hey, und lasst uns doch die Server weiterhin online behalten. Deswegen haben sie jetzt eben neue Server programmiert und einen neuen Client herausgebracht, um das Spiel weiterhin mit euren Freunden spielen zu können. In diesem Tutorial zeige ich euch, wie ihr das Spiel herunterladen und installieren könnt und dann schlussendlich mit euren Freunden wieder online spielen könnt. Doch ein paar Sachen vorneweg. Als allererstes für die, die jetzt Panik schieben. Nein, das komplette Ding hier zu nutzen bei euch zu Hause ist komplett legal, denn wir benutzen hier die Offline-Version des Spiels und nicht die als letztes erschienenen Online-Versionen, die es eben von dem Spiel offiziell gab. Deswegen gibt es dort auch in den AGBs ein paar Schlupflöcher, was uns ermöglicht, das Ganze eben wieder online spielen zu können, beziehungsweise immer noch. Als nächstes, ja, das Spiel ist komplett kostenlos und ihr müsst keinen einzigen Cent dafür bezahlen. Auch der Pay-to-Win-Scheißdreck ist komplett raus. Ihr erhaltet alles, was ihr in-game benötigt, um problemlos spielen zu können. Alles, was früher Echtgeldwährung gekostet hat oder sonstige In-game-Coins benötigte, ist jetzt eben für normal In-game-Cash zu haben, beziehungsweise an sich komplett rausgenommen und gar nicht mehr im Spiel aktuell zu haben. Oder auch ab und zu mal kostenlos. Und nein, eure alten Accounts, die es damals gab, die gibt es heute nicht mehr. Denn es gibt nicht die Möglichkeit, irgendwie die Daten von den EA-Servern zu bekommen. Deswegen fangt ihr alle frisch, brav von vorne an. Legen wir los, indem wir uns jetzt das Spiel als allererstes mal herunterladen. Dazu gehen wir hier auf die Homepage von soapboxracing.world. Link dazu auch unten in der Videobeschreibung. Und dann begrüßt uns hier in der Mitte auch der Download-Button. Den drücken wir einmal an und dann landen wir hier auf der Download-Seite. Und hier benötigen wir hier nur den Game Launcher. Das ist eben unser neuer Client, welcher das Spiel komplett herunterlädt und mit dem wir uns am Ende auch einloggen. Denn wir haben auch hier wieder einen Account, der eben per E-Mail-Adresse und Passwort geschützt ist. Weiter unten könnt ihr auch hier die Dateien manuell herunterladen, also die Game-Files. Hier ist jetzt eben der Download-Link zu Mega. Wer gerne einen Torrent-Link-Download hätte, der jetzt hier ausnahmsweise fehlt, der kann auch auf den Discord-Server gehen von Soapbox Racing und dort den Download-Link für Torrent besorgen. Darüber erhaltet ihr auch die Game-Files, die eben für die höchste Grafikauflösung gedacht sind. Wir bekommen hier über den Download nur die Standard-Version, also gerade so mit mittleren Texturen. Wer seinen eigenen dedicated Server hosten möchte, der kann den hier runterladen. Das ist allerdings die Source-Variante, also der Source-Code. Die ganzen Dateien müssen wir dann am Ende sogar noch kompilieren mit zum Beispiel OpenFire oder Wildfire, denn so ist das Ganze auch legal für den Entwickler und der kann das hier problemlos raushauen. Wenn er hier eine fertige Version, glaube ich, raushaut, dann macht er sich vielleicht strafbar, aber da kenne ich mich nicht ganz so genau aus. Für euch das Ganze hier umzusetzen ist aber auch komplett legal. Wie gesagt, wir brauchen hier oben nur den Launcher, dann laden wir den einmal herunter. Wenn wir auf den Download-Button geklickt haben, landen wir hier bei GitHub. Hier können wir die portable Version herunterladen. Ist auch immer meistens dann die neueste, die es gibt. Die speichern wir uns kurz mal ab. So, sind nur 2,4 MB. Ist nicht viel. Dann gehen wir in den Download-Ordner, entpacken das Ganze mal. So. Und ich gehe jetzt hin und schiebe das Ganze einfach kurz mal auf den Desktop. Können wir das umbenennen. So. Dann öffnen wir den Ordner und hier drin haben wir eben eine Exe-Datei, gamelauncher.exe. Gut, das .exe ist jetzt gerade noch weg bei mir, könnte ich aber einblenden, wenn ich möchte. Wir müssen das ganze Ding nur einmal ausführen. Wenn dieser Dialog auftauchen sollte, sagen wir hier weitere Informationen und drücken hier unten auf trotzdem ausführen. Und dann wird uns hier eben die Information angezeigt, dass wir jetzt den Ordner auswählen sollen, wo sich die nfsw.exe-Datei befindet. Denn er möchte jetzt eben wissen, wo wir das Spiel installiert haben, sollten wir das schon irgendwie in irgendeiner Form installiert haben. Da wir das aber nicht haben, drücken wir hier einfach auf OK und wählen jetzt einen Installationspfad aus, wo wir das Spiel gerne installiert hätten. Dazu gehen wir einfach hin und sagen hier zum Beispiel mal C, dieser Computer. Ich habe jetzt nur eben die C-Festplatte und lege jetzt hier einfach einen neuen Ordner an.
nenne ihn einfach mal kurz Need for Speed World, drücke auf OK. Gut. Und dann sehen wir auch, hier hinten hat sich schon der neue, beziehungsweise der altbekannte Client aufgetan. Und wir müssen jetzt einfach nur kurz hingehen, hier rechts oben auf das Zahnrad gehen. Und dann können wir hier einmal die Sprache auswählen, vom Client als auch nachher der Ingame-Version. Wählen wir also Deutsch aus. Und bei Select Download Size können wir hier einmal zwischen Standard und Maximum auswählen. Wir sehen auch hier, die Maximum-Version braucht 30% mehr Speicherplatz und auch etwas mehr Rechenleistung. Allerdings für die neuesten Rechner, die es hier jetzt gerade auf dem Markt gibt, Ende 2017, die packen die Maximum-Version problemlos. Also wählen wir die aus und drücken auf Save. Danach müssen wir kurz den Client neu starten, dass auch das Ganze übernommen wird, auch die Sprachenauswahl. Dazu schließen wir ihn einfach, führen die Exe erneut aus und dann sind wir eigentlich auch schon startklar. Der nächste Schritt ist, hier oben einen Server auswählen. Es gibt verschiedene Server, die auch frei gehostet werden. Das, was hier steht, sind eben jetzt die offiziellen Server, die auch immer die aktuellsten Serverversionen online haben. Also wenn ihr euch jetzt hierfür einen entscheiden möchtet, dann tut das am besten jetzt. Klärt das Ganze auch mit euren Freunden ab. Wir nehmen jetzt hier einfach mal Apex Open Beta als Beispiel, wählen ihn also aus. Wir sehen hier, es wird auch geguckt, ist er online? Jawohl. Da sind gerade 175 Leute online und wir haben eine Ping von 9 Millisekunden. Das ist für meinen Fall sehr gut. Um jetzt spielen zu können, benötigen wir allerdings erstmal einen Account. Dazu klicken wir hier auf Don't have an account, click here to create one now. Dann müssen wir hier einmal eine E-Mail-Adresse angeben, also zum Beispiel info@hurley.net und ein Passwort. Wir machen hier kurz ein einfaches. Drücken hier auf By Registering, you are agreed to Terms of Service. Müssen wir einen Haken reinsetzen und auf Registrieren drücken. Wir werden registriert. Geht wunderbar. Dann kriegen wir hier noch eine Information angezeigt. Falls wir irgendwelche Antivirenprogramme installiert haben, dann sollten wir jetzt auf jeden Fall diese mal kurz ausschalten, dass der Download auch problemlos funktionieren kann. Denn der Client ist halt nicht irgendwo verifiziert und die Daten, die wir halt herunterladen, kommen von privaten FTP-Servern. Deswegen könnte hier irgendwas blockiert werden. Dass eben das nicht passiert, sollten wir die kurz ausschalten bzw. das Ganze eben als Ausnahme hinzufügen. Kommt mal vor. In meinem Fall ist es jetzt bisher aber noch nicht passiert. Drücken wir hier auf OK, checkt er die Files und beginnt jetzt mit dem Herunterladen der Dateien. Und wenn wir dann sehen, zum Beispiel hier über den Task Manager, gehen wir hier einfach mal auf Netzwerk, dann sehen wir jetzt hier, ja gut, er lädt mit runden 52,4 Mbit die Sekunde runter. Gut, das ist jetzt bei mir nicht volle Leitung, aber ja, immerhin noch flott genug, um den deutschen Durchschnitt zu toppen. Lassen wir also hier den Client kurz herunterladen. Wir sehen hier auch einen Fortschrittsbalken. Und wenn wir dann in den Installationsordner sehen, dann sehen wir hier auch, die Dateien werden jetzt hier langsam mehr. So müssen wir eben kurz abwarten, bis er hier fertig ist. Währenddessen er auch hier runterlädt, können wir noch kurz klären, was ihr benötigt, um eben das Spiel überhaupt spielen zu können. Also an Rechenleistung. Ihr benötigt schlussendlich nicht mehr als vorher auch. Das bedeutet eine einigermaßen gute Grafikkarte, um das Spiel eben in 1080p bzw. auch 4K flüssig darstellen zu können. Und eine CPU, die es eben auch packt. Also 4 Kerne bei Minimum 2,6 GHz wären ganz akzeptabel. Vom Arbeitsspeicher her benötigt ihr auch 4 GB plus. Also 6 wären super, 8 wären natürlich optimal. Fürs System reicht Windows 7, Windows 8 oder Windows 10. Für die Internetanbindung reicht eigentlich eine DSL 1000, Hauptsache ihr seid etwas online und könnt problemlos spielen. Umso schneller natürlich, umso besser. Ist der Download fertig, leuchtet hier der Launch-Button auch auf und dann können wir eigentlich mit einem beherzten Klick diesen auch betätigen. Er zählt dann runter, minimiert sich selbst und das Spiel sollte starten. Das Intro können wir dann mit der Enter-Taste einfach skippen. Und dann drücken wir hier einmal auf Fortfahren, geben uns noch kurz einen Namen. Ich muss jetzt hier noch einen Tut hinten dranhängen für Tutorial, weil ich habe jetzt ja schon einen Account. Dann wählen wir hier noch ein Profilbild aus, drücken auf Weiter. Dann wird uns eben ein Account erstellt. Drücken hier einmal auf Fortfahren. Und dann können wir uns als allererstes mal ein Auto kaufen.
Wählen wir ganz kurz was aus. Jawohl. Weil wir kommen jetzt aktuell noch nicht in die Einstellungen. Okay. So, jetzt haben wir nämlich hier unten die Option. Können hier bei Video dann auch noch unsere passende Auflösung eben auswählen, die wir benötigen. Ich habe jetzt hier kurz die fürs Tutorial. So, und dann können wir eigentlich auch schon hier zur Welt klicken. Und wir sehen, wir sind online. Gut, es startet jetzt eben ein neues Spiel. Deswegen wird uns das Ganze auch kurz erklärt. Ich gehe jetzt hier oben einfach kurz, um es abzubrechen, hier oben auf Event beenden. Und wir sehen, wir sind online und können hier eben jetzt mit Maus- und Tastatureingabe aktuell, gut, Controller funktionieren eigentlich auch, aber jetzt aktuell bei mir nicht, können wir dann dementsprechend rumfahren. Mit M können wir auch hier die Map öffnen und wir sehen auch hier, hier fahren andere rum. Und tatsächlich hier um die Ecke sollte tatsächlich noch einer stehen. Da haben wir ihn, fährt gerade davon. Gut, lass mal ihn. Aber nun gut, so könnt ihr jetzt eben wieder online Need for Speed World spielen. Wenn noch Fragen da sind, dann schreibt die unten in die Videokommentare. Ich beantworte sie, soweit es mir möglich ist. Wenn ihr irgendwelche Fehler gefunden habt oder Fragen zu dem Server allgemein habt, dann stellt die im Soapbox Racing Forum bzw. Auch per Discord. Dort helfen auch die Leute gerne, obwohl ich Discord nicht so gern verwende. Aber die sind da sehr hilfsbereit. Wenn das Video gefallen hat, dann lasst das Däumchen nach oben da. Hinterlasst ein Abo, dann verpasst ihr keine anderen Videos mehr und dann sehen wir uns hoffentlich in Need for Speed World bald wieder. Bis dahin, viel Spaß beim Zocken. Haut rein!